Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bread and Breakfast. Hi. Hi. Hallo. Hi. Hallo. 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 Hi. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Hi. 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 Hatten wir schon? Nein. Okay. Hi. 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 So, hi. Wir haben ja das letzte Mal schon gesagt, was wir spielen, nämlich Mind Maze, verzwickte Rätsel, Black Stories, so Mord und Totschlag, Kriminalfälle oder auch einfach irgendwelche wahren Geschichten. Und wir haben gesagt, wir ziehen das Gleiche an. Das haben wir alle, glaube ich, hinbekommen. Wir haben auch vergessen, welche Reihenfolge wir gesessen haben. Deswegen kann das sein, dass wir nicht genau exakt so sitzen wie letzte Woche, als wir das aufgezeichnet live haben. Vor wenigen Tagen. Wenigen Tagen. Ja. Und genau, und das Spiel funktioniert folgendermaßen. Das ist komisch, ich versuche gerade dahinter zu kommen. Ja, ich erkläre mal ganz kurz das Spiel, ist relativ einfach. Es gibt einen Spielleiter und der Spielleiter hat diese Karte und auf der Vorderseite der Karte gibt es Informationen, die geteilt werden mit allen Leuten. In diesem Fall ist das eine widersprüchliche Schutzvorkehrung. Rätsel, um wertvolle Güter zu schützen, wurden diese am sichtbarsten Ort untergebracht. Vor was oder wem wurden sie geschützt? Das ist das, was die Leute, die spielen, wissen. Und dann müssen sie fragen, es wird drei umgefragt. Jeder darf eine Frage stellen, egal ob die Antwort ja oder nein oder was auch immer lautet. Jeder hat nur eine Frage. Und dann gibt es hier Extrapunkte für Fragen. Wenn jetzt zum Beispiel der Simon gefragt hätte, wollten diejenigen, vor denen die Wertgegenstände versteckt werden sollten, diese rauben? Wenn der Simon diese Frage stellen würde, würde er 5 Punkte bekommen, nur dafür, dass er die richtige, clevere Frage gefunden hat. Also sie haben sie vor sich selbst versteckt. Es geht jetzt nur kurz. Ja, nur damit ich die Logik dahinter verstehe. Ist das eine Geschichte, die dann so. Die Frage wird nur belohnt, nicht? Es gibt keine klare Lösung, auf die man kommt. Doch, das sind Zusatzpunkte. Die kriegst du dann hier oben. Wenn du die Story löst, kriegt man die Punkte, die da stehen. So, in dem Fall ist die Lösung für diese Karte hier. Das ist dann das, was nur der Spielleiter sieht. Lösung. Dies trug sich im Zweiten Weltkrieg in Leningrad zu. Die wertvollen Kunstschätze sollten vor dem andauernden Beschuss durch Artillerie und vor Luftangriffen geschützt werden. Daher brachte man sie alle in die Isaacs-Kathedrale. Diese wichtige Entscheidung erwies sich später als goldrichtig. Die Kathedrale war das höchste Gebäude der Stadt. Die Deutschen benutzten sie als Zielhilfe für den Artilleriebeschuss und verschonten sie deshalb. Das wäre die Lösung gewesen. Wahrscheinlich hätte es auch gereicht, wenn man sagen würde, die Kunstschätze wurden in die Kirche gebracht, in Leningrad bei einem Angriff oder generell oder so. Man muss jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass sie als Zielhilfe benutzt wurde. Das kann dann der Spielleiter entscheiden, wenn er dir das genau genug ist. Das war jetzt eine Kategorie echte Begebenheiten. Ja. Wahre Geschichte. Wir haben aber auch fiktive Sachen wie Mörder-Quatsch. Genau, okay. Let's go. Aber bist du dir sicher, dass wenn man eine Frage stellt und die mit Ja beantwortet wurde, dass man dann nicht weiterfragen darf? Weil du kannst, ich glaube, du darfst ja auch andere Fragen stellen, nicht nur Ja, Nein. Du darfst allerdings auch sagen, ich möchte lösen und dann kannst du lösen. Und wenn du falsch löst, bekommst du 2 Minuspunkte, die werden dir aufs Konto geschrieben. Aber wo, aber wo ist denn dann mein Vorteil, wenn ich Ja bekomme? Naja, der Vorteil ist, dass es werden Informationen gesammelt und du kannst ja irgendwann sagen, ich möchte lösen. Ja, aber die anderen ja auch. Wenn, obwohl, egal. Also ich glaube nicht, dass es so schnell so konkret wird, dass... Gut, ich füge mich. So ein bisschen die Frage, sollen wir einfach mixen oder sollen wir einfach nur... Also ich finde fiktiv, glaube ich, lustiger. Also Morde oder Rahmen, schwarze Geschichten oder Kriminalfälle? Das sind Mordgeschichten, wahre Geschichten, Kriminalfälle. Ich nehme an, dass alle drei vielleicht... Naja, das vielleicht nicht, aber die anderen stimmen schon, oder? Also das sind wahre Geschichten, das sind Kriminalfälle, die stimmen auch. Was steht denn da hinten drauf? Aber was rabenschwarze Geschichten bedeutet, verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Lass uns doch mal so eine machen, dann sehen wir es. Eine rabenschwarze Geschichte. Ja, okay, es ist nee, das sind auch echte Geschichten scheinbar. Es ist offensichtlich egal. Also es werden nur Ja- oder Nein-Fragen gestellt. Und was uns quasi vorher vom Spielleiter gesagt wurde, ist, dass jeder eine Frage hat. Und nicht so lange, bis es ein Nein gibt. Okay, haben wir schon will jeder mal eine nehmen und dann wechseln wir durch? Oder wie machen wir das? Ich bin einfach jetzt als erster Spielleiter. Okay. Dann warte, ich nehme mich von oben. So. Ja, such dir eine aus. Ist eigentlich egal. Zack. Ha. Da. Okay, ich bin Spielleiter. Cool. So, ein blaues. Will mal einer noch eine blaue nehmen? Es ist sehr kurz. Achtung. Eine 10-Punkte-Frage. Hinter geschlossenen Türen. Er verdurstete in seinem eigenen Heim. Er verdurstet in seinen eigenen Hallen. Ja, in seinem eigenen Heim. In seiner Wohnung. Moment, ich muss ganz kurz darf ich dir einmal was, bevor wir anfangen, was fragen? Weil so, dieses klassische Spiel, eigentlich geht das ja so, wenn du ein Ja kriegst, bist du weiter dran. Das haben wir gerade besprochen. Und irgendwie finde ich das komisch, dass jeder nur einen hat. Also, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, ich bin ja mit dir. Ich bestätige ja noch, was du sagst. Also Nils hat schon recht. Nils ist sehr schlau. Hör doch mal auf jetzt, bitte.
Ja, okay, sag, weil was ich sagen will. Ja, ich, also es kommt mir schon so vor, als wenn man halt, wenn man ein Ja bekommt, nochmal dran ist, weil sonst. Was sagt der Spielleiter denn? Der echte Spieler. Der Spieler hat sich erhangen. Ja. Also in der Anleitung steht wirklich, dass jeder nur eine Frage hat, egal wie sie beantwortet wird. Ja gut, dann jeder so eine können, Frage, können wir die Autoren dann vielleicht kontaktieren, dass der Nils eine viel bessere Argumentation hat? Und die Idee kam ja nicht von prinzipiell müsst ihr bedenken. Jetzt schiebt sich auf mich. So, also ich muss mir kurz selber die Lösung durchlesen, damit ich auch weiß, was ist und eure Frage. So, kannst du nochmal zeigen, bitte, was... Hier, ihr könnt es euch hier angucken, ich lese derweil die Lösung. Rätsel, was? Das Bild hat übrigens nichts. Er verdurstete in seinem eigenen Heim. Er verdurstete in seinem eigenen Heim. Aha. Mhm. So, bin ich... ja, fang einfach an. Ja, fang an. Eddie, bist du bereit? Okay, ja. Ist der Verdurstete kein Mensch? Wieso lacht ihr denn jetzt schon wieder? Ich kriege einfach nur dran. Ganz kurz, bevor ich die Antwort gebe, würde ich gerne wissen, woran denkst du gerade? Was glaubst du? Kriege ich minus zwei Punkte? Ja? Sag doch mal, was du glaubst mit dieser Frage. Was könnte es denn sein, was du gerade denkst? Fisch zum Beispiel. Ein Fisch. Ja. Oh, okay, ist gar nicht so dumm. Aber falsch. Hallo? Es ist falsch. Ja, gut. Aber du kannst ja auf meine Frage antworten. Nein. Moment, also die Antwort ist nein. Mensch, nein. Also es ist ein Mensch. Ja. Okay. Ja. Also übrigens ist es ja egal, ob du mit Ja oder Nein. Deswegen, genau. Ja. Also, ich muss nicht mit Ja oder Nein antworten. Doch, aber deswegen muss man die Frage nicht, so nicht reversiv stellen. Okay. Aber ich darf nur mit Ja oder Nein antworten. Oder spielt keine Rolle. Ja, okay. Oder so. Ja, toll. Wer ist denn jetzt dran? Uhrzeigersinn. Ich bin jetzt dran. Es ist kein Fisch. War er verletzt, als er gestorben ist? Nein. Gut. Also, nein. Hat er selbst Türen und Fenster verriegelt, verschlossen? Nein. Hatte er Zugriff auf Getränke? Da musst du nachgucken? Vielleicht ist das eine Bonusfrage. Er verdurstet drei Punkte. Schaut schlau. Moment, ganz kurz. Die Frage alleine gibt schon Props. Was genau war denn jetzt daran? Eddie, du darfst nicht vergessen, für jede gestellte Frage kriegt die Person auch einen Minuspunkt. Ach so, das heißt, jeder hat auch schon einen bist Minuspunkt. Du bei zwei und ihr seid bei minus eins. Wie jetzt? Dann verzichte ich auf meine Frage. Aber ja, ich auch. Aber warte mal, dann habe ich ja, ich habe zwei Fragen gestellt. Habe ich schon minus zwei Punkte? Jetzt habe ich drei Punkte bekommen, oder was? Du hast minus eins, hast jetzt drei gekriegt, also bist du bei zwei. Okay. Weil die Antwort lautet, wie war nochmal die Frage? Hatte er Zugriff auf Getränke, habe ich gefragt. Nein. War sein Heim, trotzdem Punkte, war das auch ein Haus? Drei Punkte. Das ist so schlecht. Du bist bei zwei Punkten. Das sind aber doch alles irgendwie selbsterklärende Fragen. Nein, es gibt ja nur irgendwie drei Fragen, die Punkte die extra Punkte bringen. Sag nochmal die Frage. War sein Heim... Ob es ein Haus war? Nein. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. So, jetzt bist du dran. Ich bin noch verwirrt, dass es dafür Punkte gibt. Naja, es gibt ja nur drei Fragen. Ja, natürlich. Das ist ja alles richtig, nur ich verstehe nicht, wie. Nee, weil das sein Haus ist. Naja, der, was wenn ist du die Lösung hörst, wirst du es verstehen. Die geben Hinweis darauf. Okay, also es ist sein Haus und er hatte keinen Zugriff. Wie? Ich dachte, das ist sein Haus. Nee, nein, er hat nicht gefragt, ob das sein Haus ist, er hat gefragt, ob es ein Haus ist. Ach so, okay. Ja. Und er hatte es ist ein Haus und er hat Zugriff auf Getränke. Oder hat er keinen Ich habe gerade nicht zugehört. Ich fasse es nochmal zusammen. Ja. Also, die Frage lautet: er verdurstete in seinem eigenen Heim. Der Nils hat gefragt, ob dieses Heim ein Haus ist. Ja, aber natürlich, was soll es denn sonst sein? Ja, das ist ja vielleicht die Lösung. Ach, aber du hast Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt. Und Entschuldigung, ich dachte, du hast Ja gesagt und dachte, ein Haus ist doch logisch. Okay. Und er hatte keinen Zugriff auf Getränke. Und er hatte keinen Zugriff auf Getränke. Das schränkt es ja dann schon etwas ein. Es ist ein leichtes Rätsel. Sagst du. Sag ich. Weil du die Lösung kennst. Genau. Aber ihr seid jetzt mit den zwei Fragen... In seinem Heim, aber das Heim war kein Haus, es war aber seins und er verdurstet, er hat keinen Zugriff auf Getränke. Ist alles richtig. Okay. Und er ist ein Mensch. Kein Fisch. Ist er nur kein Fisch oder ist er ein Mensch? Nein, er ist ein Mensch. Okay. Oh, fuck, ey. Hat er Salzwasser nur... Also, falsch formuliert. Aber hat er was zu trinken, aber es war nur Salzwasser? Dann könnte er es nämlich nicht trinken, obwohl er was zu trinken hat.
Also, er war, ach, sein Heim ist ein Hausboot oder sowas. Er war auf dem Wasser und hat aber Wasser, hat aber keinen. Hm? Lass ich gelten. Was jetzt davon? Das sind 10 Punkte. Ach, was geht, ey. Der Mann lebte auf einer Yacht, auf der er um die Welt segelte. Während er auf dem Ozean war, ging ihm das Trinkwasser schneller aus, als er gedacht hatte. 10 Punkte. Das ist ein typischer Anfängerfehler, wenn du eine Yacht hast. Also, kennen wir alle. Das ist mir so oft passiert. Ich kaufe eine neue Yacht und denke mal, fuck. Oh Mann. Weltumsegelung dauert so lange. So, du hattest jetzt rabenschwarze Geschichte. Der erste Tipp, den ich meinen Freunden immer gebe. Okay, ich gebe zu, am Ende ergibt alles Sinn. Am Anfang dachte ich, das wäre Quatsch. Also die Fragen waren, konnte er sein Zuhause verlassen? War er in der Lage, Wasser zu besorgen? Und war sein Heim ein normales Haus oder Apartment? Jetzt verstehe ich es, okay. Interessant. Also hier die 10-Punkte-Zahl, wenn man das mal hier sieht, da oben in der Ecke steht immer so eine Punktzahl. Ja? 10 Punkte. Ist auch gleichzeitig der Schwierigkeitsgrad. Es gibt, glaube ich, 15 und 20 auch. Ja. Also das war jetzt noch. Ich habe jetzt nochmal eine 10er irgendwie genommen. Easy. Und zwar aus Kriminalfälle einfach. Kriminal! Also ja, mal was Buntes durch. Wir mixen da durch. Okay, der Ehemann kam früher zurück. Punkt, Punkt, Punkt. 10 Punkte Rätsel. Ein Mann kam von einer Geschäftsreise zurück und wurde an der Tür von seiner Frau empfangen. Ohne einzutreten, warf er seine Frau vor, dass sie ihn betrügt. Woher wusste er das? Ohne was? War ohne einzutreten, warf er seiner Frau vor, dass sie ihn betrügt. Woher wusste er das? Ach, du bist noch. Ja, ja. Darf ich das einmal ganz kurz? Okay. Das Bild sagt nichts aus. Nein, ich weiß, ich wüsste. Soll ich nochmal vorlesen? Nein, 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 ist gut. Ja. Hat er irgendetwas vor dem Haus oder an dem Haus gesehen, was anders war als sonst? Wiederhol die Frage nochmal. Naja, also konnte er. Alles, was du tun sollst, ist zuhören. Von außerhalb des Hauses sehen, dass da irgendetwas anders ist, was ihm nein. aufgefallen ist. Nein. Hatte sie ihren Ehering an? Punkte? Nein. Weiß ich nicht, also. Nein. Nein. Okay. Was? Punkte aufschreiben. Ach so, Tatsache. Oh, ja, ja, stimmt. Nils hat -1, ich habe -1. Oder? War doch so. Also er konnte nichts sehen, das war bei dir die Antwort. Er hat nichts gesehen außerhalb, was ihn darauf bringt. Oder hast du da ja gesagt? Nein, er konnte nichts sehen. Hätte sie eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht zu Hause sein sollen oder die Tür aufmachen sollen? Einmal nochmal stellen, weil diese Fragen sind blöd. Also finde ich persönlich, diese Bonusfragen. Bitte also er war auf jeden Fall über, also er wusste es in dem Moment, in dem er seine Frau gesehen hat, beziehungsweise sie ihm die Tür geöffnet hat, weil sie eigentlich hätte irgendwo anders sein sollen oder auf jeden Fall nicht an dem Ort zu der Zeit. 10 Punkte. Hä? Das ist gelöst. Ja, ist einfach so. Theoretisch ja. Auf dem Weg vom Flughafen hielt er kurz beim Haus seines Freundes und als er klingelte, öffnete ihm seine eigene Ehefrau. Das heißt, du hast die Frage gestellt. Die hätte woanders sein sollen, zu Hause. Genau. Stattdessen war sie ja, okay. Der Clou ist, er ist gar nicht zu Hause gekommen, sondern genau. Seine Frau. Er hat nicht die Tür von sich zu Hause geöffnet, sondern woanders. Ja, so halb gelöst, aber. Aber ey, man, also von wegen Untreue und sowas. Die Frau kann ja einfach nur abhängen da beim Freund zum Beispiel. Naja, wenn sie ein Negligé aufmacht. Theoretisch, ja. Und kann sie hatte nichts an außer dem Radio. Simon? Vielleicht ist sie ja, genau, Simon. Kannst du deine Funke hinten aus der Hosentasche nehmen und auf dein Bein legen? Das soll so komisch das Klackern, wenn du dich bewegst. Wer hat dir das gesagt? Die Funke oder was? Wie bei Big Brother hier. Simon, nimm deine Funke und leg sie auf deinen Kopf und tanze wie ein Affe. Das war ja echt. Das war ein bisschen lame, fand ich jetzt, die Frage auch und das Spiel. Aber nur mal eine kleine Frage, ne? Du hast jetzt eine Frage gestellt. Gibt es jetzt, kriegst du es nur 9 Punkte? Nein, oder? Ich krieg 10 Punkte. Gut, wenn du es mit der Frage löst, kriegst du die Punkte. Aber so. Ich möchte noch mal, ehrliche Haut, die ich bin, möchte ich sagen, ja. Dass ich da so weit noch gar nicht gedacht hatte. Ja, aber das ist, liegt ja am Spielleiter. Und das, du hast das Rätsel dadurch gelöst, weil er hat eine andere Tür aufgemacht und die Frau war da. Also er hat tatsächlich, Eddie hat ja eigentlich gefragt, hat er nicht erwartet, dass seine Frau ihn begrüßt, ist ja die eine Frage. Und das hat er eigentlich gesagt, er hätte eigentlich erwartet, dass seine Frau woanders ist. Ja. Deswegen wäre das eigentlich 3 Punkte für die Hinweisfrage vielleicht eher gewesen. Und als die Lösung, weil die Lösung ist ja die, die Lösung ist ja die, dass er nicht zu Hause war, sondern bei einem anderen Haus. Ja. Und er hat ja gesagt, er ist zu Hause, aber seine Frau hätte nicht zu Hause sein sollen.
Deswegen hättest du eigentlich das machen können. Doch, aber ist egal. Aber darf ich kurz mal, ich will wissen, ob ich nicht auch Punkte verdient hätte für meine Frage. Ja. Fuck. Nee. Okay, ich bin, was hast du jetzt genommen? Das und das Black? Ich habe jetzt neun. Ach so, okay. Gibt es hier auch 10er? Ich wollte auch mal. Ja, aber ja, wir machen einmal jeder. Okay. Oder? Dann kommt ich mache jetzt dran. Einfach auch, wenn ich finde, eine schwere oder was? 10er? Doch, hier ist eine 10er. Also die war jetzt lame. Also die war, ja, da ist eine Grauzone. Also man kann halt. Ja. Ich denke, der Clou war ja in dem Moment, dass er bei einem Freund und nicht bei sich zu Hause geklopft hat. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Ich dachte schon, dass er zu Hause ist, nur dass irgendwie seine Frau hätte, zu dem Zeitpunkt war es klar, dass die irgendwo anders hätte sein sollen, weiß ich, auf Arbeit oder so. Und weil sie, weiß ich nicht, ist ja die Radiosprecherin ist, die er gerade im Radio gehört hat oder so. Ich habe etwas anders in eine andere Richtung gedacht, ehrlich gesagt. Aber ist egal, ich nehme die 10 Punkte. Komm, mach. Können wir auch rausschneiden, einfach nur beim Satz, wo der Simon, wo der Budi sagt, 10 Punkte, dann machen wir Cut. Ja. Aber vor die Lacher noch einspielen. Ach, das war die letzte Show, gell? Das war die letzte Tage. Dunkle Pharmazie. Ein Mann starb aufgrund eines Medikaments, das er selbst nicht eingenommen hatte. Naja, gut. Simon hat die erste Frage. Starb ja, wurde er natürlich vergiftet. Medikaments? Es wurde er von seiner ihn betrügenden Ehefrau, die seit Monaten hinter seinem Rücken mit dem Anwalt. Mit dem Anwalt und dem besten Freund, den wir in der anderen Karte gerade hatten. Mit beiden. Das also, die Rest der Frage kannst du ja eigentlich. Und? 10 Punkte? Entschuldigung, sag das nochmal, ich habe es erstmal gelesen. Also wurde er vergiftet von zum Beispiel seiner Ehefrau oder dem Betrogenen? Nein. Nee, ganz sicher nicht? Hast du vielleicht. Na gut, jetzt wo du sagst. Ein Mann starb aufgrund er wurde nicht vergiftet. Eines Medikaments, das er selbst nicht eingenommen hatte. Okay, also es war ein Medikament, wegen dem er gestorben ist, aber er hat es selber nicht eingenommen. Das heißt, er ist gestorben, weil er es nicht eingenommen hat. Nein. Das ist Sandy, das ist so schlau. Nein, wieso denn? Gelöst. Moment. Man geht ja direkt davon aus, dass er was einnimmt, um weiterzuleben. Aber vielleicht braucht er das Medikament, um zu leben. Ja. Nee, warte, das. Ja. Aber so wie es formuliert ist, jetzt hast schon, du weil dann kriegst du minus 2 Punkte. Nein, okay, aber jetzt ein Mann starb aufgrund eines Medikaments, das er selber nicht eingenommen hatte. Hat der Mann das Medikament jemand anderem verabreicht? Also ist das jetzt deine Frage? Das ist meine Frage. Das andere war nur laut gedacht. Hätte ich auch gefragt, tatsächlich. Ja, 3 Punkte. Ja, verdammt. Okay. Ja, ich bin ja nicht mehr dran. Ja, aber das eine One for the Team, jetzt kannst du lösen. Ja. Dank meiner tollen Frage. Das ist bescheuert, aber egal. Also der andere hat ein Medikament eingenommen. Ich wollte diese Bonuspunkte haben. Ich überlege gerade, was es noch für Bonusfragen gibt. Weil Lösungen habe ich nicht. Ist er Apotheker? Nee. Schade. Minus 1 bei Simon. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, du hattest schon eine Frage. Ach stimmt. Ja, danke, danke. Das ist schon so, das danke, ist schon ein bisschen, weißt du? Ah, ja. Ich will es gleich ein bisschen. So. Na gut, dass er aufpasst. Leuten aufs Maul hauen ist mir wichtig. Patrick, kannst du mir mal die Dose, die da hinten auf dem Tisch steht, bitte reichen? So, Simon ist dran. Ja, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich bisher dachte, ihr wärt da schon der Lösung auf der Spur. Nö, ich dann kamst du mit, ist er. Apotheker. Ja. Danke. Wenn das wäre, dann wäre es ja noch unwahrscheinlicher, dass er stirbt. Meine. Dann holst du halt noch eine jetzt. Sind ich habe mir die doch gerade gegeben. Das ist eine Limited Edition. Los jetzt. Ja, also ich will eigentlich das, was der Eder auch schon gefragt hat, nochmal fragen, nur anders. Aber du kriegst nicht nochmal die Punkte. Ja, ich glaube, also es klingt für mich jetzt wirklich, als ob er ein Medikament hätte nehmen sollen, um zu überleben, was er aber nicht genommen hat und dadurch ist er gestorben. Also so ein typischer Fall von, keine Ahnung, ich nehme meine Pillen nicht. Nein, meine Pillen esse ich nicht. Ja, aber du weißt doch vielleicht, dass das eventuell gar nicht ist. Wieso? Woher weiß ich das? Also frag doch einfach. Ich frag einfach. Ja, wenn es das nicht ist, dann frage ich nicht. Dann hebe ich mir die Frage. Frag mich einfach eine Ja- oder Nein-Frage. Nee, ja, lass mich doch mal. Alter, lass mich doch einfach die Kanne machen. Hat er dieses Medikament jemand anderen gegeben und der. Nee, das hab ich auch gefragt. Nee, aber ich wollte ja noch was anderes fragen dazu. Okay. Ich hör zu. Na, sowas wie, du gibst hier Poison Ivy, ja, wenn die einen küsst, dann wirst du ja von ihr viral und dann glaubst du alles, was sie sagt, und dann bist du so in ihrem Bann. Hätte ja sein können, dass es sowas war. Mann!
Okay, kurz überlegen. Willst du einen Schluck Laserschelle? Macht auch dich wach. Macht auch dich wach, ja. Bam! Ich sehe direkt, wie jemand im Bus den trinkt und dann steht plötzlich neben ihm Eduard Laser, gibt ihm Laserschelle. Jetzt bist du wach! Ja. Das ist mit der Werbespot, ja. Okay, ich frage jetzt einfach auch auf die Gefallen, dass das vielleicht eine dumme Frage ist oder so. Ist es ein Medikament, was er hätte einnehmen sollen, was er nicht eingenommen hat? Nein. Ja, aber dann sag doch mal, du kannst doch mehr sagen als ja oder nein. Nein, es sind ja oder nein Fragen und ich sage ja oder nein. Okay, also aber die Frage wurde doch noch gar nicht gestellt. Ich habe sie mit nein beantwortet. Okay, aber du tust so, als ob es eine mega dumme Frage wäre. Es wäre eine super intelligente, geile Frage. Also ich habe gerade gefragt, er hat das Medikament einem anderen gegeben. So, jetzt denk doch mal logisch, wenn du einem anderen das Medikament gibst, wieso solltest du denn dann sterben? Ja, aber er hat ja auch nein gesagt, oder? Nee, dazu hat er ja, dafür habe ich ja 3 Punkte gekriegt für das Stellen der Frage. Ja, das dauert voll lange hier. Ja, ja. Also, das heißt, wenn ich dir ein Medikament gebe und dann selber sterbe, ja, kann es sein, dass dieses Medikament tödlich ist. Stellst du eigentlich jetzt ihm die Frage? Oder ich überlege laut. Ich muss mir das bildlich vorstellen. Du hattest ihr habt doch alle Zeit, immer während der andere redet, euch eine Frage zu geben. Du darfst eigentlich ja nur ja und nein. Warum bist du nicht so am Haten? Weil das dauert so lange. Nur weil du die Lösung schon vielleicht kennst. Vielleicht sagst vielleicht du auch einfach daran, ja und nein nicht richtig. Jetzt hör doch mal, ich kann sich auch nicht konzentrieren. Also, das Medikament einem anderen gegeben. Macht wach, aber dumm. Das ist auch eine gute Werbung. Gehirn. Ja. Okay, dann sage ich einfach mal, dass war er in einer Notsituation, wo nur einer das rettende Medikament haben konnte und er war und hat es vielleicht seinem Kind oder seiner Frau oder so. Nein. Das sagst du doch jetzt nur so. Na gut. -1 bei mir. Ja, danke. Dankeschön. Gerne war das Medikament auf jeden Fall tödlich? Nein. Schade. Ja gut, also er hat irgendwem was gegeben. Also das ist jetzt schon direkt meine Frage. Das wollte ich eben schon fragen, aber da hast du mich so komisch angeguckt und habe ich es gelassen. Hat er so wie Poison Ivy, hat er das Medikament jemandem gegeben und hat den dann geküsst oder irgendwie interagiert mit ihm, dasselbe Wasser getrunken, sodass das Medikament in ihm eine andere Wirkung hatte und ihn getötet hat? Nein. Zu allem Frage. Oder was? Zu all diesen Punkten? Nein. Zu allen, Nurse. Wenn du jetzt nochmal Nein sagst, weiß ich zumindest, dass es... Dass er ein Mann aufgrund eines Mendigen... Ich kann nicht mehr sagen, dass ich... Ja, aber jetzt haben wir jeden Aspekt eigentlich schon uns näher angeguckt. Na, du wirst ja merken, wenn du die Lösung hörst. Das ist wahrscheinlich saudumm. Ist dieser andere, dem er das Medikament gegeben hat, auch an diesem Medikament gestorben? Nein. Also ist das Medikament nicht tödlich? Hat sich Simon schon einen Minuspunkt aufgeschrieben? Zwei, ne? Zwei Fragen. Zwei nicht gemacht jetzt. Also Eddie habe ich gerade aufgeschrieben. Simon hat angefangen, muss noch eine machen. Nee, den habe ich, glaube ich, aufgeschrieben. Da habe ich aufgeschrieben. Ich war das zweimal. Nee, dreimal, ja, tatsächlich. Ja, du warst dreimal, das stimmt jetzt. Passt alles. Passt alles wieder, ja. Doch, ist alles richtig. Ist das Medikament Gas für mich? Mm-mm. Schade. Das ist eine schlaue Frage gewesen. Nee? Wie stelle ich mir das vor, dass also gasförmiges Aspirin zu Hause oder so? Man kann inhalieren. Wie viel Gas kannst du zum Beispiel? Okay. War es ein Medikament, was irgendwen so verändert hat, wütend gemacht hat? Vielleicht war es ein Wutmedikament. Oder irgendwas, was dazu geführt hat, dass diese Person ihn umgebracht hat? Muss ich leider nein sagen. Also, okay, war es sowas wie, darf ich die Frage umformulieren? Ja, bitte, ja. War es sowas wie, er ist ein Auto gefahren, der Typ, der, dem er das Medikament gegeben hat, und ist schläfrig geworden, von Schlaftabletten aus Versehen, und dann fährt der ins Wasser oder in Lava, ja, ist nicht und schlecht. Dadurch ist der Medikamentenspender leider auch gestorben. Sehr gut, Simon. Detektiv Simon. Jetzt sage ich dir gleich leider nein. Aber dann löse ich, keine Sorge. Also, ich staub ab. Er fuhr mit seiner Yacht und seinem Kapitän auf Weltreise. Ja,
Also du, ja, okay, ich du schon. Ich guck mal, was okay, ich dir versuche zu zeigen durch meine Zaghaftigkeit ist, du bist gar nicht so doof. Aber ich muss leider die Antwort mit Nein beantworten. Und das ist ja doch schon die Hilfestellung. Was wie ein Kran? Achso, ich darf nicht mehr fragen, gell? Mach du mal. Okay, dann gehe ich auch mal in eine ähnliche Richtung. Kann es sein, dass das Medikament ich möchte lösen? Okay. Ja, okay. Das ist ganz ist eigentlich dumm, weil da kriege ich minus 2 Punkte. Wenn ja, gut, egal. Ich möchte lösen. Er hat das Medikament jemandem. Nee, warte mal. Ein Mann hat sich auf. Nee, das macht gar keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, er hat es einem Hund oder so einem Kampfhund oder so gegeben und wurde dann von dem Hund getötet. Aber es ist war doch ein Mensch, Frage? Dachte ich. Hatten wir nicht schon geklärt, dass es ein Mensch war? Oder? Nee, ich habe nur gesagt, er hat das Medikament jemand anderem gegeben. Okay. Man könnte wahrscheinlich. Ja, gut. Könnte alles. Ja, aber es könnte auch ein Tier sein. Fuck, mein. Ich möchte doch nicht lösen. Stattdessen frage ich. Hat das Medikament aggregierende Wirkung? Also macht es in irgendeiner Form Leute aggressiv? Oder wütend oder rasend oder tollwütig oder sowas? Nein. Ach komm! Ein Wirkstoff aufgrund eines Medikamentes, das er selbst nicht eingenommen hat. Siehst du, selbst bei sowas macht er mich sauer, obwohl er es sich nicht mal selbst ausgedacht hat. Ist er eines natürlichen Todes? Das, woran liegt denn das? Ist er eines natürlichen Todes gestorben? Nein. Ja, das muss doch jetzt irgendwas in die Richtung gehen. Also, es könnte auch ein Pilot. Man kann jetzt alle Transportmöglichkeiten durchgehen oder auch war vielleicht eher ein Tandem hier Fallschirmspringer und irgendwie. Du weißt ja nicht, auf welche Art er zu Tode gekommen ist. Es war keine natürliche Art. Ja, dann formulier es doch allgemein. Ja, das ist ein Transport. Ja, war es in weitestem Sinne, lieber Nils, ein Transportunfall verursacht durch den Transporteur und den Toten als Passagier. Nein. Es ist so traurig, weil manchmal geht ihr in die richtige Richtung und dann biegt ihr falsch ab oder so. Oder ja, weil alles möglich ist. Ja. Bei dem Ding, finde ich, ist es nicht einfach. Ist der Mann gestorben, weil eine andere Person durch die Beeinträchtigung des Medikaments nicht mehr normal agiert hat? Nein, also muss ich nein sagen. Boah, dann weiß ich echt nicht mehr weiter. Ey. Ich glaube, ihr habt tatsächlich eine sehr, sehr einfache, direkte, naheliegende Frage noch nicht gestellt, hoffe ich, sonst hätte ich es übersehen. Vielleicht schreibt gleich einer, ich habe es aber gefragt und ich habe es übersehen, aber es ist ein Fisch. Du hast es gelöst. Der Mann, ein Fisch. Achso, ich muss noch einen Punkt aufschreiben. Eine naheliegende Frage. Hat er das Medikament, er hat es selbst nicht eingenommen, hat er es, hat er das in ein Gerät getan oder irgendetwas? Er hat es jemand anderem gegeben, das habe ich doch schon gefragt. Ja, war das eine Person auch? Naja, ich habe gefragt, hat er es jemand anderem gegeben? War das die Frage, die du... Der Gerät. War das ein Mensch? Das war die Frage, für die er 3 Punkte bekommen hat. Die Frage, ob er es jemand anderem gegeben hat. Oh, schade. Na gut, tschüss. Hä? Nö, ja, jetzt sei doch nicht so streng zu dir selbst, sondern stell doch einfach eine Frage, die noch nicht gestellt wurde. Das ist alles so schlecht. Ja, nützt doch. Er war im Badezimmer. Ich möchte lösen. Der Mann war im Badezimmer. Der Blick schon. Ja. Du solltest jetzt einfach eine neue Frage dir nochmal. Nee, okay. Ist ein Unfall passiert? Ist dem Mann, der gestorben ist, ein Unfall passiert? Selber, selbst verschuldet? Ja? Das macht ja alles gar keinen Sinn. Ja, aber dass tatsächlich wie er gestorben ist, könnte helfen, rauszukriegen, wie er gestorben ist. Ja. Jetzt fragen wir mal ein bisschen. Ja, wir fragen ja, warum irgendwie er gestorben ist. Auf welche Art? War er ertrunken? Nein. Okay. Ihr habt so gewisse grundsätzliche Sachen noch gar nicht geklärt, eigentlich. So. Ja. Ich habe gefragt, ob er Apotheker ist. Ihr seid schon so konkret. Grundsätzliche Sachen. Okay. Wäre der Mann auch gestorben, wenn er das Medikament. Das hatten wir schon, gell? Ob er das Medikament brauchte? Nicht so direkt. Nö. Sicher?
Glaubst du direkt? Stell's doch einfach. One ja, nee, ich will jetzt nicht doppelt. Ja, wäre er gestorben, wenn er das Medikament eingenommen hätte. Aber er gestorben wäre, wenn er das Medikament eingenommen hätte. Zumindest nicht auf die Art und Weise. Also. Okay. Ja, zumindest. Er wäre nicht so gestorben, wenn er das Medikament eingenommen hätte. Ja, das hat irgendwas. Ist das Medikament eine Droge? Nein. Da würde aber die deutsche Pharmaziegewerkschaft wahrscheinlich anders argumentieren. Oder die anonymen Tablettensüchtigen. Nur ganz kurz, Dietz, weil ich kenne deinen Lebensstil. Heroin ist eine Droge. Ja. Ja? Nur, dass wir uns verstehen. Ich fühle mich dumm und leer. Ach Gott, ey. Hat der andere Mann ihn vorsätzlich umgebracht? Nein. Schade. Ja, aber dann muss es doch ein Unfall sein mit dem anderen Mann, der irgendeine Gegenwirkung aufgrund des Medikaments hatte, irgendeine Wirkung. Aber das hatten wir doch auch schon gefragt, oder? Nee, also manchmal gleitet ihr so dicht an was Heißem vorbei und dann driftet ihr so in kalte Gegenden ab und dann setzt ihr manchmal auch Sachen voraus, die so nie gesagt wurden, weil ihr das falsche in Erinnerung habt oder so. Und dann seid ihr ganz weit weg und dann verzweifelt ihr. Dabei wart ihr zwischenzeitlich schon mal ganz, ganz dicht dran so. Ich weiß nicht, wenn Sie einen wollen, gebe ich hier einen, ja. Aber Zeit. Sollte ich euch einen Tipp geben? Ja. Ich lese einfach mal die nächste Frage vor, die drei Punkte gegeben hätte. Ich glaube wirklich, ihr habt sie nicht gestellt. Falls doch, sorry, aber ich habe sie nicht gehört. War das Medikament die unmittelbare Todesursache? Also ich habe es gestellt, aber ist egal. Du hast gefragt, ob er Apotheker war. Ja. Nee, das war ich. Das war tatsächlich Budi. Ja, Alter. Okay, wir sind wirklich die Schlechtesten für dieses Spiel. Ich schreibe mir schnell noch 12 Punkte auf. Was war nochmal letzte Runde? Also nochmal, die Frage war, ob das Medikament zum Tod geführt hat. Aber das, hat. Das haben wir auf jeden Fall in irgendeiner Form gefragt. Das habe ich auch gefragt. Aber das hilft uns auch nicht. Naja, in dem Sinne, dass... Das habe ich gerade eben gesagt. Das Medikament ist nicht tödlich, sondern das, was es gemacht hat mit dem Mann, der es eingenommen hat. Ja, gut, aber an dem Punkt waren wir. Also vielleicht, dann haben wir es vielleicht nicht gefragt. Du hast es schon als selbstverständlich gesehen. Ganz kurz, ihr habt, so wie ich es verstanden habe, immer gefragt, also ihr seid immer davon ausgegangen, dass das Medikament jemanden getötet hat. Oh, und ihr habt immer gefragt, hat es den Fahrer getötet? Bin ich jetzt... Oder hat es so, ja, ich hatte ja mal gefragt, ob es den Fahrer wütend gemacht hat oder irgendwas putscht hat. Irgendwas haben wir auch gefragt. Genau. Ja, aber... Das alles nicht, oder? Darf ich? Nein, dafür hätte es nicht die drei Punkte gegeben, meine ich. Nein, ich sag nur, wir sind schon auch nicht nur davon ausgegangen, dass das Medikament tödlich ist. Mir ging es nur darum, dass niemand die drei Punkte bekommt. Ja, das ist mir doch wurscht, ich will doch lösen. Wer war dran mit Fragen? Also Lade. Ich glaube, du bist jetzt dran, oder? Ja. Nee, okay. Du hast gerade einen Punkt Ich hast den euch Tipp die gegeben, Frage vorgelesen, ja. Hm? Hat einer eine Idee, was ich fragen soll? Also es hat das Medikament muss ja nicht gleich, also es war auch nicht tödlich, Allergie. Und der Kollege hat gedacht, es wären Smarties, hat die gegessen und der hat einen Apfel gegessen oder sowas. Du bist aber wie der andere. Dran. Aber wie der andere gestorben ist, ist mir eigentlich irrelevant. Also für mich, ich denke eher, du willst ja wissen, warum, wie der gestorben ist, oder? Ja, exakt. Der ist an einer Allergie gestorben. Also zum Beispiel, der ist erstickt. Also zwei Sachen, von denen ihr ausgeht, die überhaupt noch nicht gefragt wurden, von denen geht ihr aber aus. So. Ein Mann starb. Aufgrund eines Medikaments, was er selbst nicht genommen hatte. Haben wir doch alles schon längst gefragt. Wir haben schon gefragt, dass jemand anderes gestorben ist, dass er das selbst nicht eingenommen hat, dass er es auch nicht braucht, das Medikament. Ich resümiere nur, was wir alles schon gefragt haben. Niemand hat gefragt, ob jemand anderes gestorben ist. Das keiner gefragt. Frag das schnell. Ist jemand anderes gestorben? Nein. Kriegt er Punkte für? Nein. aber warum sollte uns das denn weiterhelfen? Weil, ich meine, ist ja dann das Gleiche mit einer anderen Person. Auch die andere Person ist nicht von dem Medikament gestorben. Niemand ist von diesem Medikament gestorben. Doch, der Mann. Nein, er ist nicht direkt von dem Medikament gestorben, obwohl er es nicht genommen hat. Es ist offensichtlich kein tödliches Medikament. Welches Medikament sorgt dafür, dass jemand anders sterben kann? Ja, aber an dem Punkt bin ich schon seit einer halben Stunde, dass es kein tödliches Medikament ist. Aber was könnte es denn dann für ein Medikament sein? Für den einen nicht, für den anderen ist es vielleicht tödlich. Wenn es aufputschend ist. Vielleicht war er beim Friseur, hat sich den Bart rasieren lassen mit einer Rasierklinge. Ah. Und weil der andere dieses Medikament genommen hat, was ihn völlig kirre macht, hat der ihm aus Versehen den Hals durchgeschnitten.
Fragezeichen. Das war jetzt eine Lösung. Das war, nein, das doch, war eine Frage. Das war eine Lösung, deswegen kriegst du minus zwei Punkte, weil es leider nicht stimmt. Das war eine gute Frage. Ist das so passiert? Guck mal, du warst vorhin auch schon mal in so einem Gebiet, wo ich dachte, so, ja, stell doch mal die Frage. Und dann mit hast dem du, Hund. Dann hast du sie aber nicht gestellt. Meinst du die mit dem Hund? Ist dran. Ich bring ihn. Ich hab doch gerade jetzt schon. Ja, ja, ist ja. Je mehr Tipps du gibst, desto schwieriger wird das Rätsel. Wollte der Mann das Medikament ursprünglich nehmen und wurde. Ne, schon wieder falsch, schon wieder kaltes Gewässer, ne? Ja, voll kalt, ey. Ja, wirklich, okay. Eisbären erfrieren. Eisbären erfrieren. So kalt. So kalt ist das, okay. Ihr habt halt, was ihr bis. Weißt du, was ich nicht verstehe? Keiner von euch kommt auf die Idee, zu fragen, wem er das Medikament gibt. Ja, wir können nicht einfach nur, wem gibt er das Medikament? Natürlich. Gibt er es einem Zugführer? Gibt er es einem Piloten? Gibt er es einem. Gibt es. Gibt es einem Tier? Ja! Ja, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt. Nein, eben nicht! Hast du nicht. Aber ich verstehe auch nicht, was das jetzt bringt. Okay, ein Kind. Ja. Er gibt das Medikament einem Tier. Und ist dann gestorben. Gibt das jetzt einem Kind, ja? Wieso denn Kind? Nein, Tier. Du hast gerade Kind gesagt. Nee, Tier. Also Tier. Doch, Tier. Er gibt es einem Tier. So wie der Hund, den ich schon vorher gesagt habe. Aber das hast du doch wirklich gesagt. Naja, ich hab's vielleicht nicht ganz so hier nimmt das jemand sehr genau. Ja. So, also. Du laberst so viel, redest mit Buddy und sagst, das ist noch nicht meine Frage, ich resümiere nur. Und dann stellst du eine komplett andere Frage. Ich kann doch nicht einfach irgendwann mir was raussuchen, was für deine Frage geht. Aber das also, wer löst denn jetzt? Ja, wir wissen es noch nicht genau. Ja, ja. Hat der Mann aus Versehen dem Tier einem Hund? Du bist gar nicht dran, eigentlich, glaube ich. Oder? Nee, du bist dran. Nee, ich glaube, du bist dran. Du bist dran, ja. Ich habe schon einen Quatsch gefragt, oder? Budi war, und dann hat Nils einen Tipp gegeben. Eigentlich ist mir egal. Ja, ich will es auch einfach nur lösen. Okay, was soll ich fragen? War Tier, er hat es einem Tier gegeben. Ja. Möglicherweise ein Pferd. Ja, er hat ja schon ja gesagt. Vielleicht war es ein Pferd, und das Pferd ist eingeschlafen im Galopp. Ist das Pferd eingeschlafen? Nein. Fragt doch, könnt euch ja mal ans Tier ran. Jetzt du bist dran. War das ein Tier? Ist das Tier, das. Hat das Tier den Mann umgebracht? Also, oder ist es kausal aus dem. Ja, das ist natürlich nicht wegzuhängen. Ja. Okay, also es hat ihn nicht, es muss ihn nicht attackiert haben, aber attackiert haben. Attackiert. Ich weiß was. Er hat es gegessen. Abgeschüttelt. Er hat das Medikament, er hat es verfüttert und hat es dann gegessen. Den Büffel, dem er es gegeben hat. Nein. War das Tier ein Haustier oder ein wildes Tier? Darfst du nicht antworten, gell? War das Tier ein Haustier? Nein. Kannst du mal fragen, ob es ein wildes Tier war? Ja, war das ein. Hat das Tier ihn zum Beispiel abgeschüttelt oder war das ein Reittier? Ein Tier, auf dem man sich in irgendeiner Form. Ja, aber dann wär's auch ein oder Reittier. Oder ne, warte, es könnte ja auch ein Krokodil sein. Das wäre ein wildes Tier. Frag doch einfach mal. Ist es ein wildes Tier? Ja, Alter, fuck you, ey. Irgendwas muss es ja wohl sein. Ey, weißt du was? Guck mal, ganz kurz, ne? Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage strikt ja und nein. Oder ich eier so ein bisschen rum, in der Hoffnung, euch zu zeigen, dass es an der Stelle vielleicht einen Hebel gibt, den man ansetzen könnte. Und du machst mir das zum Vorwurf. Dabei versuche ich dir nur zu helfen. Okay, ist doch gut jetzt. Okay. Friede. Also, es ist ein wildes Tier, Budi. Go for it. Naja, es geht zumindest, es ist kein Hamster. Um so. Nils einfach zu sagen, ist das ein wildes Tier? Nein, ich habe gesagt, Er hat es einem Tier gegeben. Ja. Das Tier ist deshalb dran schuld, dass er tot ist. Ein Medikament. Der Typ war, Der ehemalige Apotheker, der jetzt Jäger ist, hat ein Tier, ein wildes Tier, was auf ihn zugerannt kam. Ein Wildschwein. Möglicherweise ein Wildschwein, das im vollen Lauf auf ihn zugekommen ist, weil er gerade in der Berufszeit am Jagen war, hatte ihm mit einem Medikament, einem einschläfernden Medikament, nämlich diesen Pfeilen, direkt eine Dosis an den Kopf geballert. Bei Jurassic Park 3 oder so. Zum Beispiel. Und das Wildschwein hat ihn dann sozusagen trotzdem, weil er trotzdem weggehauen. Oh, das war bei Herr Ringe, gab es das auch. Ja, wo er dieses große Elefantending killt. Der Troll. Ja, aber nein. Ach so, der Elb, der Olifant direkt vor ihm. Olifanten, ja, genau. So, war das ein Olifant? War das Legolas und ein Olifant? Nein, ich weiß die Lösung. Warte, ich möchte, dass Simon die Frage noch einmal ganz klar... Nein, ich war gar nicht dran. Nein, stell bitte die Frage noch einmal ganz klar und deutlich mit der Betonung jeder Silbe und dann beantworte ich sie. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was ich... Was du gerade gefragt hast. Ich habe gefragt, ob... Weil das Herr der Ringe war. Helf mir doch mal, war es denn exakt das, was du gerade gesagt hast? Legolas in Herr der Ringe und ein Pfand.
Ich weiß nur nicht, was du meinst, Mann. Ich weiß nicht, wovon du gerade... Ah, du hast irgendwo jetzt ein Wort aufgeschnappt und willst, dass ich das jetzt sage. Mhm. Der Typ arbeitet im Zirkus. Ja? Das stimmt. So, jetzt ist nur die Frage, ist er Dompteur und hat entweder, und da bin ich mir nicht sicher, es könnte ein Löwe sein, wo er seinen Kopf reingemacht hat. Oder ein Alligator. Oder ein Alligator oder ein Elefant. Pass auf, ja, ist es ein Zirkustier? Ja. Zirkustier ist richtig. Ja, also spielt in dem Zusammenhang jetzt nicht unbedingt die Rolle, aber ja. Es ist ein Elefant. Ja! Ist doch klar. Du sagst doch vollkommen, ist doch vollkommen klar, dass ein Elefant ist. Ja, aber es war ein Olifant. Ja, aber es ist... Also, es ist ein Elefant. Welches Tier ähnelt einem Olifanten am ehesten? Er hat ein Legolas. Ja, ist ja gut. Und der Elefant ist auf ihn draufgefallen. Wer ist auf ihn draufgefallen? Der Elefant ist auf den Mann, auf den Apotheker. Letztes Mal. Leider nicht ganz. Er ist auf den Elefant geritten. Nein, also, es war knapp dran, aber es ist leider nicht der Elefant auf ihn draufgefallen. Aber es ist zumindest... Der Rüssel. Zumindest nicht der ganze Elefant. Der Kackhaufen. Okay, der hat sich auf jemanden gesetzt. Wer ist dran? Es ist vollkommen irrelevant. Elefant, was hast du gerade gesagt? Er wurde zu Tode geschissen vom Elefant. Warum? Denn zu Tode geschissen? Ihm ein Abführmittel verreicht hat. Das ist korrekt. Das ist die Geschichte. Aber das ist doch, so stimmt man doch nicht. Gut, soll ich vorlesen? Ja, naja. Lösung: Ein echter Darwin-Award-Gewinner. Ein Tierarzt gab einem Elefanten ein Abführmittel und versteckte sich dann in den Büschen, um die Wirkung des Medikaments zu beobachten. Er wurde von mehreren hundert Kilo Dung begraben. Angeblich eine True Story. Ja, aber Moment mal, in dem Moment, in dem so ein Elefant auf dich scheißt, bist du ja dann doch, bleibst ja nicht sitzen. Mal gucken, was noch passiert. Der erste Dung war vielleicht so schwer, dass er erstmal benommen war oder betäubt. Oder stell dir das doch mal vor, vielleicht war er sehr neugierig. Kann doch nicht sein. Und es ist halt ein Abführmittel. Vielleicht war der Elefant eben nicht nah, sondern er war trotzdem 20 Meter entfernt. Das war einfach so ein Wasserschlauch. Und alles auf einmal raus. Wie diese Wasserwerfer, aber nicht dauerhaft, sondern halt kurz und prägnant. Dead by shit. Headshot. Quasi Scheiß tot, im wahrsten Sinne. Scheiß tot. Okay, ich glaube tot. Okay, ganz schön obskur. Ja, also ich fand, meine Fragen waren gut. Jetzt ist die Frage, wir haben relativ ich viel Zeit nicht mehr. Für Brennen. Nee, dann fasse ich kurz die Punktezahl zusammen. Ja. Nils hat 0 Punkte tatsächlich, gesamt. und du hast minus 3.264 Ich habe 2 gelöst, das kann überhaupt nicht sein. Ja, du hast irgendwie... Ich habe schon 20 Punkte durch 2 Karten. Du hast 7. Nils hat gewonnen. Du hast 7, Ede. Simon hat 9 Punkte. Ach Gott, soll ich das jetzt echt zusammenziehen? Ja, das Problem ist, wenn man so spielt, dass man mit jeder Frage einen Minuspunkt bekommt, dann ist ja derjenige quasi, der nicht dran ist, ein Vorteil, weil er keine Minuspunkte hat. Das sag ich ja. Also ich muss mal an der Stelle was sagen. Eine Kacke-Geschichte hätte ich in diesem Set nicht erwartet. Das stimmt mich froh. Weil ich bin halt immer von Apothekern ausgegangen, dass sie irgendwas kaputt gemacht haben. Da ist die Apothekerausgabe. Ja. Ich finde, also kurz nochmal, ich finde die Art und Weise der Spiele total cool. Es gibt ein anderes Spiel, was vergleichbar ist, was ich früher mal gespielt habe, das heißt Mystery. Da gibt es auch genauso Karten mit Geschichten. Allerdings war das noch in einem etwas größeren Ding. Und dann hatte man so eine Tafel, wo so Punkte waren. Und der Spielleiter hatte quasi so diese Tafel so vor sich, das sah so aus. Und dann konnte man immer die Punkte so umdrehen. Und man durfte so lange fragen, wie man eine Ja-Antwort bekommen hat. Raschel, raschel. Und nach jedem Nein wurde das einmal umgedreht und es gab weniger Punkte. Also das heißt, je früher du das löst, desto mehr Punkte gibt es. Und das ist im Prinzip das gleiche Spielprinzip, nur dass halt das mit den Punkten aber, ein bisschen aber besser. Ja, die Punkte habe ich halt hier, das wollte ich gerade noch mal zeigen, aber das war zu laut, du hast recht. Das ist ja fast das Gleiche. So, ja. Das ist gut, dass also, Fazit, ich sag auch mal, mir hat es schon Spaß gemacht. Ich finde, das kann man auch gut spielen. Also das könnten wir auch ruhig mal häufiger spielen, weil mir das irgendwie schon auch Spaß macht. Steht und fällt ein bisschen auch mit dem Rätsel. Ja. Dem Rätsel und dem Rätselinterpreteur. Aber ansonsten... Ich bin schuld. Ich bin schuld. Du hast das gut gemacht. Ja, ja. Nee, Bürger, du hast es versucht, so ehrlich wie möglich zu machen. Ja. Knallhart warst du. Eine letzte Frage für euch von dieser Runde. Ein Mann ging an einem Fenster vorbei, hörte ein Telefon klingeln und starb. Das war die Apotheke, in der er gearbeitet hatte, und bevor er Jäger wurde. Und er hat sein Gewehr aber vergessen und der Elefant hat das aus Versehen betätigt. Nein, der Fisch. Der Fisch-Elefant. Der Fisch muss auch irgendwo. Ja, Leute, also, das war doch schön. Mir macht das Spaß. Fazit, ist auch unkompliziert, weil man wirklich nur die Karten braucht und ich finde, dass das ziemlich cool ist. Mir macht das auch Spaß. Was gibt's als nächstes? In der nächsten Folge gibt es... Bam! Bam!